Also, er läuft. Ja, meine auch. Das ist der Schnitt. Ich bin der Christoph. Ich bin Elisabeth. 2005 haben wir angefangen mit der Makrofotografie. Daraus sind viele Fotos entstanden, sehr, sehr viele unscharfe. Und die scharf waren, haben wir nicht gewusst, was machen eigentlich die Viecher ganz genau, die wir hier gefotografiert haben. Das hat sie interessiert. Und nachher haben wir angefangen zu filmen. Aus diesen Filmen sind ca. etwa 500 Einzelfilme haben wir gemacht. Die haben wir teilweise auf YouTube haben wir sie publiziert, aber ohne Kommentar. Genau. Wir haben sie nicht kommentiert, weil wir sind keine Wissenschaftler, keine Forscher. Wir sind keine Insektenkundler oder Entomologen, so wie man das neudeutsch sagt. Genau, wir wollten sie einfach beobachten und schauen, was passiert. Genau, wir sind sehr neugierig. Und was man auch muss sein, ist sehr geduldig, weil es passiert nicht alles sofort. Ja, und vor allem, also Geduld, das ist wirklich das meiste, was es braucht. Weil sie sind plötzlich schnell weg, wenn man filmen. Das ist wirklich das Wichtigste, die grosse Geduld, die man braucht. Genau, hinten nachher springen nützt nichts. Weil wenn man das macht, werden die Viecher, die Insekten werden nervös und verschwinden nachher. Also man muss sehr, sehr langsam und sehr, sehr gemächlich muss man vorgehen. Weil sonst hat man eigentlich gar keine Chance. Genau, darum haben wir nachher die Filme einfach auch nicht so schnell geschnitten, weil die Insekten brauchen auch ein bisschen Zeit für ihre Sachen zu verrichten. Sie sind einfach nicht so schnell, sie sind eher langsam. Und das haben wir eben wollen beobachten, was sie genau machen. Na gut, wenn sie flüchten, sind sie schnell, oder? Ja, dann sind sie fort, ja. Ja, also wenn man bei den Insekten einen Reflex auslöst, dann sind sie nachher einfach weg. Genau so ist es. Also wir haben die Filme sehr langsam geschnitten, also sehr langsam gemächlich geschnitten. Und wir haben extra auf die Sensationsgier, die viele Filmemacher haben, verzichtet. Wir wollen eigentlich bewirken, dass euer Leben, dir, die zuschaut, ein bisschen langsamer geht, dafür ein bisschen intensiver fließen das Ganze. Ein bisschen intensiver das Leben wahrnehmen. Wir hoffen, dass das ein bisschen bewirken wird, unser Schnitt. Ja, das ist wirklich die Idee, ja, genau. Was allerdings zwischendurch passiert, das ist Werbeeinblendungen, die sind aber nicht von uns, das macht YouTube. Die tun ungefragt einfach alle 10 Minuten Filme unterbrechen mit Werbung. Und dafür möchten wir uns entschuldigen, weil das, wir finden, das ist eine Sauerei. Sie könnten die Werbung am Anfang machen und am Schluss, aber nicht mit drin. Ja. Was wir noch sagen möchten, ist, wir wissen nicht, wie viele Serienteile es gibt. Im Moment sind 10 geschnitten. Das ist der erste, den wir jetzt vertonen. Wir haben damit ein kleines Problem, weil wir sind uns beide das Reden nicht gewohnt vor dem Mikrofon. Genau, ja, vor allem ich. Wir haben das Gefühl, wir haben Stecken im Arsch, aber wir hoffen, dass sich das mit der Zeit korrigieren wird. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Insekten. Also, unsere Schauspieler haben keine Gefühle. Sie haben zum Beispiel keine Angst, sie haben keine Freude, keinen Hass, keine Liebe, keine Neid, keine Missgunst. Sie agieren und reagieren einfach zum Überleben und ihre Funktion zu erfüllen. Ja, das, was sie müssen machen. Und was sie eigentlich müssen machen, das ist gar nicht so viel. Also sie machen 4 Sachen, oder? Sie machen Körperpflege, sie fressen. Sie paaren sich. Und sie putzen sich. Ja, putzen ist sehr wichtig. Ja. Also das wird noch um. Wir sagen Insekten grusig, aber da können sich auch so manches menschliches Wesen können sich das Beispiel nehmen, Sachen super kennen, weil die sind extrem super. Die putzen sich auch so andauernd. Ja. Übrigens haben ja Wissenschaftler herausgefunden,
dass sie keine Schmerzrezeptoren haben. Ja, und das ist auch für uns, wo wir immer wieder Sachen beobachtet haben, die wahnsinnig brutal sind, brutal ausgesehen, eigentlich tröstlich gewesen, wenn man sieht, ja, wenn jetzt ein Schwebfliegen oder so eine Lebung von einer Spinne gefressen wird oder ja, betäubt wird und aufgelöst wird, dass sie zumindest keine Schmerzen hat. Ja, das hat uns immer ein bisschen getröstet. Ja, gut, ändern könnte man es eben. Nein, wir können die Spinne nicht zu fressen wegnehmen. Das wäre so, wie ein Mäuser das Gott verbieten. Was wir zum Abschluss noch sagen können, ist, wir werden jemanden gefragt, was wir für eine Ausrüstung haben. Und wir tun die Ausrüstung irgendwann in diesen Serien noch dokumentieren und zeigen, wie wir die filmen, was wir für Material brauchen und was, vielleicht auch, was wir am Anfang hatten, wo es reingeht. Genau, und ja. Und wie wir es verbessert haben mit den Jahren. Ja. Was man viel muss beachten auch noch ist, die Insekten, die wir filmen, das sind eben Makroaufnahmen. Also die sind zum Teil 2 bis 3 mm gross. Viel grösser nicht, vielleicht ein Bein, ein Zentimeter, anderthalb. Aber nachher hat es sich schon. Also die meisten Käfer, die sind ganz klein. So die Rüsselkäfer, die man am Anfang sieht, die sind etwa 3 mm. In etwa, ja. Ja. Also wenn ihr geht spazieren, werdet ihr die Rüsselkäferli so nie sehen. Ja. Die werden neben durchlaufen und wenn ihr etwas seht auf dem Blatt, werdet ihr denken, oh, das ist Staub oder Dreck. Dabei ist einer von diesen kleinen, wunderbaren Elefanten. Genau, ja. So, ich denke, das wäre es für das Erste, oder? Ich denke, ja. Und dann probieren wir die anderen Folgen einfach zu kommentieren, insofern wir da. Genau. Genau. Bis später. Bis dann.